Irene Becker wurde 1952 in Berlin geboren. Bekannt wurde sie unter anderem als Schwester Tod. Sie arbeitete 35 Jahre lang auf Intensivstationen als Krankenschwester, zuletzt an der Berliner Charité. Zwischen 2005 und 2006 ermordete sie mindestens 5 Patienten, indem sie diesen tödliche Medikamentendosen injizierte. Ein Krankenpfleger fand eine leere Medikamentenampulle im Müll und benachrichtigte die Klinikleitung von seinem Verdacht. Becker wurde verhaftet und wegen 8 Tötungsdelikten angeklagt. Am 29. Juni 2007 wurde Irene Becker wegen 5 Morden zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht hatte die Auffassung, Becker habe mit den Taten ihre Macht ausgekostet. Es kam zwar zu einem Revisionsverfahren, doch auch wenn 2 der Fälle nun als Totschlag gewertet wurden, änderte es am Strafmaß gar nichts. Ab dem Jahr 2021 hat sie das Recht, Bewährung zu beantragen.